Was geht, Bros? Ich bin's wieder, euer Brawl Bro. Willkommen zu einem neuen Video von mir, Freunde. Heute ist es endlich soweit. Heute werde ich meine Powerplay-Belohnung abholen, Freunde. Und zwar seht ihr es jetzt hier. Das hier habe ich erreicht, Leute. Ich habe als Belohnung einfach unfassbar 5000 Star-Punkte bekommen. Oh mein Gott, Digga. Das ist einfach ein halber Skin. Ein halber 10.000-Euro-Skin. Was für 10.000 Euro? 10.000 Star-Punkte-Skin. Ich habe 1113 Powerplay-Punkte bekommen. Überkrank. Das war mein absolut neuer Rekord, Leute. Mein Ziel war es ja, eine globale Platzierung zu erreichen, aber das habe ich leider nicht gepackt, da ich die letzten Tage verkackt habe einfach. Und aber egal, Leute, macht nichts. Nächste Season versuchen wir auf jeden Fall, meinen Rekord zu toppen. Also, wir holen jetzt 5000 Starpunkte, Starpunkte ab. Let's go. Tschüss, Digga. 5000. Ich fass es nicht. Digga, das ist so heftig viel. Und, Leute, hier ist der Brawly Days oder das 24, das Weihnachtsgeschenk einfach. Vogel, beruhige dich. Hier ist jetzt das Weihnachtsgeschenk von Brawl Stars an uns, Leute. Und zwar ist es der alte Ricochet-Skin einfach. Es ist unglaublich zu heftig, Mann. Alter, Ricochet, zu geil, Mann. Boah. Da kriege ich Oldschool-Feeling wieder. Weil Rico sieht ja jetzt nicht mal so aus wie früher. Oh mein Gott, was ist das für ein Angebot? Happy Brawly Days. Fünffacher Wert? Was? Oh mein Gott, Leute. Ey, was? Das muss ich holen. Ey, Leute, wenn ihr wollt, dass ich dieses Angebot auf all meinen Accounts kaufe, dann gebt jetzt einen Daumen nach oben. Also, wir kaufen es auch zum Beispiel auf meinem zweiten Account, dritten Account, auf Benjis Account, Leute. Wenn ihr das wollt, gebt einen Daumen nach oben, Leute. Dann machen wir es auf jeden Fall morgen für euch. Und abonniert auf jeden Fall meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt, Leute. Wir haben nur noch 3 Gratis-Tickets. Nice. So, überkrankes Angebot. Einfach im Wert von 110 Euro. What the fuck, Leute. Also, let's go. Zack, 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 alles eingesammelt, neue Powerplay-Season und wir könnten theoretisch, nein, das machen wir aber anders. Wir machen jetzt eine nice Showdown-Runde, Leute, ich habe mies Bock. Ich würde sagen, wen sollen wir nehmen. Daryl könnten wir nehmen, wir nehmen den neuen Rico-Skin, Digga, safe. Bruder, cool, Mann. Ey, ich habe den so vermisst, ne. Also ich habe den alten Rico-Skin viel mehr gefeiert als den neuen, also das Layout von ihm, das hier jetzt aussieht. Ey, die Vögel hier von Benji sind mies laut. So, wir nehmen jetzt einen Skin. Let's go, Leute, und starten in die erste Runde rein. Auf geht's, Alter. Komm, wir müssen jetzt schön rasieren mit dem neuen Skin, Alter. Zeig mal, hat er eine neue Animation oder so? Ich weiß es nicht. Mal gucken, ich bin gespannt. Das Geschenk hat ja jeder bekommen. Jeder von uns hat das Geschenk bekommen. Auf jeden Fall auch ein geiles Geschenk. Das ist ein wirklich nice Geschenk, Mann. Ein brandneuer Skin. Boah, man sieht da nicht mal Ricos... Also, der Skin sieht auf jeden Fall cooler aus wie Rico früher. Auf jeden Fall. Man, zum Beispiel sieht man seinen Kopf jetzt nicht mehr, man sieht einfach nur seine Cap, also seinen Hut. Komm, wir pushen ihn. Let's go. Oh mein Gott, das war's. Wir werden verlieren. Er hat einfach, Digga, er hat einfach Energy Drink genommen. Oh mein Gott, nice. Einmal schön letzter werden, sauber. So muss das doch. Oh mein Gott, nochmal. Minus 8, oha. Autsch, das tut weh. Das tut auf jeden Fall weh. Let's go. Noch eine Runde. Komm. Zack, Digga. Das Gute ist, ich feiere Rico. Deswegen finde ich, also das Geschenk für Weihnachten auf jeden Fall richtig nice. Zurzeit spiele ich eh richtig oft mit Rico. Komm, Energy Drink. Ich glaube, für die Map ist wieder gut, wenn ich Daryl nehmen würde. Aber ich kriege jetzt den Energy Drink. Sei nice, Digga. Komm, wir pushen den Daryl. Guck mal, der ist hier. Hab ihn. Nice, Digga. Er hatte 5 Power Cubes. Oh, warte. Direkt der nächste. Kriegen wir den überhaupt? Oh mein Gott, der Colt. Wie? 600 Leben, Alter. Oh mein Gott. Alter. Wie viel Luck? Genau, ich glaub's auch. Och, Digga, wir lassen ihn in Ruhe. Ich komm nicht ran. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Und das war's. Ey, warum haben wir so Pech? Warum habe ich gerade so Pech? What the fuck, Mann? Digga, oh, guck mal. Da hat man gesehen, wo der Kopf abgefallen ist, dass da so noch Kabel am Körper waren. Geil, aber komm, wir nehmen jetzt den neuen Daryl. Was heißt den neuen? Den alten Daryl, den guten alten Daryl.
Leider habe ich für Daryl einfach keinen Skin. Ich hätte mir damals, als dieses China-Event war, hätte ich mir auf jeden Fall den Daryl-Skin kaufen sollen, weil der war echt nice, Mann. Jetzt habe ich einfach gar keinen Skin für ihn. Aber kann man jetzt nichts machen. Hoffentlich kommen die noch im Nachhinein raus, irgendwann noch. Ist ja jetzt auch bei den Weihnachtsskins passiert. Wir dachten ja auch erst alle Leute, dass die OG-Weihnachtsskins von Brawl Stars vom letzten Jahr, Dezember, als sie ja rausgekommen sind, dass sie nie wieder rauskommen werden. Dass es mit die seltensten Skins im ganzen Spiel sein werden, aber Brawl Stars hat sie einfach ja dieses Jahr jetzt alle rausgebracht. Und dadurch ist einfach die Seltenheit von den Skins komplett schau gegangen. Richtig dumm an der Stelle auf jeden Fall. Und ich hatte ja zwei von denen, deswegen hat mich übel abgefuckt, Leute, was soll man machen? Jetzt ist auf jeden Fall der seltenste Skin der Star Shelly Skin, weil den hat man ja nur bekommen, wenn man Brawl Stars vor dem Update gespielt hat, vor dem Release, eher gesagt. Also das ist der seltenste Skin und sonst diese China-Skins, die damals waren. Nice, Digga. Ich fass es nicht, wie ich reingeschissen hab. Ich fass es nicht! Was ist das für ein Pech, Mann? Oh mein Gott! Leute, was passiert hier? Erstes Game, übelst Pech gehabt. Zweites Game, auch Pech gehabt. Der Frank gibt mir einfach seine Ulti. Komm, holt mich aus dem Busch raus und jetzt nochmal. Diesmal sogar noch mehr Pech. Ich bin einfach reingerollt in seine Ulti. Ich Vollidiot. Ich Vollidiot, Mann. Komm. Was? Sie hittet mich sogar. Ja, Digga. Ich glaub's auch. Alles trifft. Macht schon gar keinen Sinn mehr gegen sie. Sie kriegt jetzt sofort ihre Ulti. Macht schon alles keinen Sinn mehr. Digga. Ich kann sie nicht mal mehr pushen gehen. Weil sie instant ihre Ulti bekommen wird. Noch eine Shelly. Nice, Digga. Hat nur noch gefehlt, dass sie mich jetzt so mit Ulti wegballert aus dem Busch. Was passiert hier, Leute? Überall Shellys. Jetzt kommt ein Crow und pusht mich. Ekliger geht's einfach nicht. Wie viel Pech habe ich gerade? Okay, das ist jetzt Gönner-Modus. Aber das Ding ist, der Crow kriegt es einfach. Ich fass es nicht. Guck mal. Guck mal, nix. Ich kann nix machen. Diese Drecksmap. Alle campen. Ich nehme jetzt einen anderen Brawler. Ich nehme jetzt einen anderen, mir reicht's. Und jetzt werden wir erst... Oh, Benji Bro lädt mich ein. Die Frage ist, er kann auch ins Video kommen. Benji Bro, du kannst auch kommen, wenn du willst. Benji? Benji? Komm rein. Komm kurz rein. Wir machen kurz eine Runde. Komm, was geht, Benji Bro? Okay, warte mal. Auf einmal lädst du mich ein. Ich habe gerade nur verloren. Komm, du musst mir jetzt helfen. Wir müssen eine Runde gewinnen. Okay, dann nehme ich Crow. Obwohl, ich nehme den. Wen willst du nehmen? Phoenix Crow. Phoenix Crow? Okay, let's go. Drück bereit. Auf geht's, Sieger. Komm, wir müssen jetzt einmal gewinnen. Einmal wenigstens. Ich habe gerade nur verloren. Hoffentlich bringst du mir jetzt Glück. Und wir rasieren jetzt einmal. Okay, schau mir die Kiste unten. Hol du dir sie sauber. Let's go, Bro. Crow ist einer der schnellsten Brawler, ne? Ja. Mit Max. Also Max ist... Ich weiß nicht, ob Max schneller ist. Ich glaube schon. Ich weiß... Oder ne, beide gleich schnell. Aber wenn Max ihre Ulti aktiviert, dann ist sie natürlich schneller. Ja. Aber ich hole den noch. Oh mein Gott, wie knapp. Komm, push den Leon. Push den. Oh mein Gott. Ulti hat mich getroffen. Ich war gerade einfach langsamer. Wo die... Wer ist sie? Wer? Da. Sandy. Getroffen hat. Leute, achso, ja, normal. Warum wird man da langsamer? Eigentlich nicht. Hol sie dir. Sauber, 4000 Schaden. Komm, ich stun ihn. Sauber, hol ihn dir. Und ich gebe auch noch den letzten Hit. Oh mein Gott, was ein Loot. Sauber bin ich. Genauso, danke, Bro. Danke für deinen ganzen Loot. Für die ganzen Power Cubes. Warte, ich warte kurz, bis du spawnst. Und dann können wir eigentlich schon jetzt reinpushen gehen. Let's go, Digga. Komm, ich gebe jetzt irgendeiner einen schönen One-Hit. Ein richtig schön. Komm, den Leon. Wie, er läuft hier oben lang? Warte, ich hole den Ricochet. Hab ihn. Let's go, Bro. Komm, wir holen uns das Ding. Wir gewinnen das. So, aber du springst rein. Sehr schön, Benji. Und hier unten ist der Letzte. Hier unten ist der Letzte. Komm, Bro. Den holen wir uns. Warte. Ab geht's, Digga. Hallo. Huch. Hier. Mit Energy. Hä, wie? Wo ist er? Hä, der ist nicht hier. Der ist dann bestimmt hier. Boom. Wo ist er? Ach, hier ganz unten rechts. Safe. Safe hier. Ja, ich wusste es. Guck mal. Ey, Primo und ein Dynamike.
Komm, holen wir die beiden weg. Boah, 7000 Schaden habe ich gerade gemacht. Mit meinem zweiten Hit. Und zack, let's set. Schön, Digga. Schön. Guck, kaum ist Benji im Video, Leute. Gewinnen wir einfach. Wir haben gestern übrigens so krass viele Trophäen gepusht. Wir haben wie viel gepusht? Ich sag so 200, 300. Mhm. Überkrass auf jeden Fall. Und jetzt demnächst, Leute, morgen gehen wir dann auf Benjis Account und rasten komplett aus, Leute. Kaufen so viele Sachen. Also seid euch, freut euch auf jeden Fall darauf. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und ein Like, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Haut rein, meine Bros. Mach's gut, Benji. Wir sehen uns. Und willst du den Schwung zur Kamera machen?